1,5,1 auf jeden Fall die persönliche Höchstgeschwindigkeit nochmal übertroffen. Wahnsinn! Das Ziel, endlich mal wieder die 300 zu fahren, nach den ganzen Aufwänden, die hatte. Haken dran. Jetzt bitte nicht wieder unseren Starter weglaunchen. Dankeschön. Den brauchen wir noch. Auf der Viertelmeile schon schneller gewesen als auf der halben. So. Das ist der richtige Schatz für die Super. Jetzt nochmal alles.
oder nichts. Vermutlich der letzte Lauf für heute. Aus Regensburg angereist. Ja, 483,9. Schade. Leider eher verschlechtert als verbessert. Der Bini ist heute, glaube ich, noch gar nicht gefahren mit seiner Raft. Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber gestern auch sehr, sehr schnell. Ist ja einer der beiden ganz schnellen R8, der hat 2000 PS am Rad. Ja, Traktionskontrolle noch drin, dann regelt das Ding natürlich runter. Wir schauen auf die Geschwindigkeit und geht hier mit der 285, 285, 490 durchs Ziel. Das steht gut, aber jetzt erstmal 2000 PS im Audi R8 Turbo. Jetzt wird es nochmal richtig, richtig schnell. Ja, der Billy hat gestern eine kleine Driftbeilage hingelegt. Ja, hat die Karre wirklich sensationell wieder eingefangen. Da ging es zwei, dreimal links, rechts im Drift. Weil er einfach die Traktion verloren hat. Sieht gut aus. Wir dürfen gespannt sein. Gut, 43. 346,15. 346,15. Aber immer noch jetzt. Oh.
252,98 km/h. Nach seid ihr? Ferrari in unserer Klasse Exotics, 800 PS, außen 12-Zylinder Sauger. Ja, 251,74. Yeah. Und jetzt haben wir hier nochmal was ganz, ganz Spannendes. Nissan Skyline R. Einen V8 Pico. Der selbst sich vorgenommen hat, einen bekommen zu fahren. Vorhin schon einen laut gefahren, aber da war er mit der kleinsten Leistungsstufe unterwegs. Und jetzt sind wir mal alle sehr gespannt. Abgebrochen. Ja, nächster McLaren. Hier im Audi S3, 1,8 Liter Turbo, 20 Ventile und mit einer größeren Puste natürlich. Welche Lade da genau verbaut ist, kann ich nicht sagen, aber es muss so mindestens GT30 Größe sein bei der Leistung. Und abgebrochene 118 sind es bei ihm. Mach doch mal nach dem Bau und so da unten.
Start 35, 45. Ein bisschen mehr anstehen könnten. Ja, eine 2,73,97. Ja, ganz knapp 1,0. Das stehen wir an. Und wenn mich nicht alles täuscht, war das vor knappe 2,90 der gefahren. Hier vorne den ersten Pylon, die ihr seht, ne?
Wir sind gespannt. So, erstmal Golf 2. Oh, 2,77. Yeah. Ciao, Kakao. Alter, das war's mit Klasse 3. Ja, es wird streng wenig. Ne? Die Deutschen wieder. Deutschen werden streng wenig. Ja, eine 2,62,00. Eben 13 km/h mehr. Ja. Wenn man zwar die Klasse 3 jetzt angeschaut, ihr könnt es übrigens auch hier so. Ja, mit 281 ist es gerade im M3 geworden, mit 1000. Das nicht ganz so gut. 249,30 ja, Kilometer Ulitzki. Das Rundstreckenfahrzeug fährt hier quasi im Kreis. Ich kann mich noch erinnern, wo war das? Vor ein paar Jahren. War Jimmy hier mit dem 9-1 Turbo S. Der ist hier, glaube ich, 40 Leute. Ja, vorne
Ich bin auf der Suche nach Aktion. Ja, gut schon mit. Ja, 265, das war auch abgebrochen. Schade. 265, 29. Das ist nur. Das ist schon verdammt schnell. Ja. Hey, alle, will nochmal. Die Mutti quasi. Für mich immer noch die schönste im Flughafen. Die Leute ist natürlich technisch geil. Alles immer schön, schön mit der Wegtechnik, aber das ist für mich doch ein bisschen schöner. Ja, auch nochmal, dass der eigene Antriebskraft wieder runter von der Strecke. Jo, jetzt läuft er wieder. Meine war übrigens eine 10,5 mit 215.
Ja, die letzten 5 Minuten sind jetzt angebrochen für alle Fahrer. Die Möglichkeit, nach 16 Uhr eben Rekorde zu fahren. Das heißt, dann außerhalb der Rekorde. Und dann können alle ganz schnell nochmal zeigen, was sie können. Klingt nicht gut. Das ganze Wochenende. Der Bühne ist gestern das erste Mal mit dem Fahrzeug erst gefahren. Hat die Karre im Road Race dann noch richtig eingefangen, weil er Vollgas ausgebrochen ist. Nochmal verbessert, 307 km/h im Porsche 9FF. Der Benden in der Supra mit KKS, Toyota Supra M4. Supra 1400 PS. Trotzdem noch 305,6 km/h.
20 km/h der BMW an. Jetzt hat es aber gezählt. Kann losgehen. Ja, 229 glatt. Und jetzt haben wir hier nochmal LCE mit dem 997 Turbo S. Hallo. Ja, und der fährt hier mit 219 durchs Ziel. Golf 2, V6 Turbo, ohne geiles Ding. Ganz dezent mit der Ladungskühler nicht zu sehen, ne? Doch, ja, das ist alles. Yeah.
70 km/h im Porsche 997 Turbo. Nein.